WDR 5. Das Tagesgespräch mit Jürgen Wiebicke. Herzlich willkommen dazu. Guten Tag. Es war einmal eine Sehnsucht und die hieß Gauk, Vorname Joachim. Wenn der drankommt, so ließ sich die Sehnsucht von damals so ungefähr übersetzen, dann kommen die versteinerten Verhältnisse in Berlin ins Tanzen, dann wird Politik wieder wesentlich und endlich ist die leidige Zeit vorbei, dass man sich täglich damit befassen muss, wer die Hotelrechnungen übernommen hat, wenn ein Bundespräsident in den Jahren zuvor irgendwo im fremden Bett geschlafen hat. Ein Bürger soll Präsident sein, einer von uns, keiner, der die Ochsentour hinter sich hat. Aus dieser Sehnsucht ist ja dann tatsächlich ein Amt geworden. Heute vor einem Jahr genau ist Joachim Gauck zum Bundespräsidenten gewählt worden und er wird gleich gewusst haben, dass das schwer wird, Sehnsüchte einzulösen in einem Amt, in dem man nur Worte machen, aber nichts entscheiden kann. 18. März 1990. Joachim Gauck darf zum ersten Mal in seinem Leben frei wählen. 18. März 2012. Gauck wird selber gewählt. 18. März 2013, ja, da sind Sie dran zu entscheiden, ob diese Bundespräsidentenwahl eine gute war, wie Sie das bisherige Wirken von Joachim Gauck beurteilen. Rufen Sie an, diskutieren Sie mit uns unter 0800 5678 und dreimal die 5. Ein Jahr Gauck als Bundespräsident, wo hat er Wesentliches angestoßen? Welchen Impuls sollte er unbedingt noch setzen? 0800 5678 und dreimal die 5. Er ist ein Linker. Er ist ein Liberaler und er ist ein Konservativer, hat ja Joachim Gauck über sich selbst gesagt. Allerdings war er da noch nicht Bundespräsident. So jemanden hatten wir auch noch nicht in diesem höchsten Staatsamt. Vor einem Jahr genau ist er gewählt worden mit großer Mehrheit zum Bundespräsidenten. Und die Frage also an Sie im WDR5-Tagesgespräch zu diesem ersten runden Tag, welche Figur gibt er ab, was von ihm bleibt im Ohr? Wie sieht Ihre Zwischenbilanz aus? Anrufen können Sie unter 0800 5678 und dreimal die 5. Das Gästebuch elektronisch finden Sie auf wdr5.de. Und zu Gast ist heute der Publizist Wolfgang Lieb, der sich regelmäßig im Internet zu politischen Themen äußert, und zwar auf den Nachdenkseiten. Das erste Wort kommt heute aus Detmold. Friedrich Berger ist dran. Morgen, Herr Berger. Guten Morgen. Morgen in die Runde. Ja, ich wollte nur sagen, der Herr Gauck, der macht einen guten Eindruck, hat Charisma, kann gut reden, ist also in meinen Augen besser als Herr Wulff. Jedoch sollte er sich mehr um die Probleme in unserem Lande kümmern. Und zwar die Einwanderung der Sinti und Roma in die Großstädte wie Duisburg, Mannheim, Berlin. Dazu sagt er ja nichts. Was sollte er denn sagen? Ja, er soll sagen, dass das so nicht weitergeht. Ne? Das kann doch nicht wahr sein, dass da tausende Armutsflüchtlinge hier einwandern, ne? Und keiner macht was. Ne? Das geht nicht. Aber das Wort von Gauck allein wird es nicht richten. Ja, aber da muss er sich zu äußern. Ne? Jetzt macht er eine große Afrika-Rundreise, die sehr teuer ist. Aber das passt auch nicht in unsere Zeit der Haushaltsprobleme und Nullrunden im öffentlichen Dienst. Ne? Ja. Gibt es noch ein zweites Thema, was Ihnen wichtig wäre, was von Gaucks Seite angesprochen werden sollte? Naja, an sich nicht, aber wie gesagt, die Probleme in Duisburg, Mannheim, Berlin, da mit Sinti und Roma, da müsste er sich schon mal äußern. Ne? Mhm. Ich finde das interessant, Ihre Erwartung, Herr Berger. Das hieße nämlich, dass Joachim Gauck relativ zügig auf das reagiert, was gerade aktuell diskutiert wird. Ja, ja. Das sind große Probleme, ne? Und dann noch die Krise hier mit dem Euro. Ne? Mhm. Da sollte er sich auch mal richtig reinhängen. Wolfgang Lieb, was sagen Sie zu diesem Vorschlag von Herrn Berger? Armutseinwanderung in Duisburg könnte ein Thema für den Bundespräsidenten sein. Herr Berger hat ein Stück weit recht. Der Bundespräsident hat bislang, was die Integrationspolitik anbetrifft, noch sich nicht besonders stark engagiert. Das Thema ist erst in letzter Zeit bei ihm angekommen. Was die Einwanderungspolitik anbetrifft, gibt es sicherlich Probleme in unserem Land.
Andererseits darf man sozusagen bestimmte Probleme, die es natürlich gibt, auch mit Sinti und Roma, nicht überzeichnen. Es gibt, natürlich gibt es da an, vor allem in bestimmten Gebieten in den Städten, wo die Zuwanderer geradezu in Ghettos leben. Da gibt es Probleme und da gibt es auch Widerstand der Bürgerinnen und Bürger. Allerdings wäre es falsch, jetzt alle, die zu uns kommen, zu stigmatisieren oder abzustempeln als Menschen, die ja so bei uns auf die Sozialhilfe aus sind. Weit über 80-90% dieser Menschen, die zu uns kommen, sind erwerbstätig, zahlen ihre Steuern und versuchen sich hier zu integrieren. Und sie sind ja nicht hierher gekommen aus freien Stücken, sondern im Regelfall, weil sie in ihren Herkunftsländern diskriminiert wurden, ja geschunden wurden. Und das muss man bei dieser Frage immer mit bedenken. Also ich versuche mir gerade vorzustellen, Joachim Gauck würde sich tatsächlich dieses Thema vornehmen. Was könnten das für Worte sein, unter denen deren Dach sich sowohl Sie, Herr Berger, als auch Sie, Herr Lieb, wiederfinden würden? Das gehört mit zum Dilemma dieses Amtes. Ja, da muss eine Kontingentierung einsetzen. Wir haben ja zurzeit 170.000 Asylbewerber hier, die alle prozessieren. Das kann ja so nicht bleiben, nicht? Da muss was passieren. Gut, jetzt wissen wir, wo wir bei Ihnen. Ist ja überfordert, ne? Jetzt wissen wir, wo wir bei Ihnen dran sind, was dieses Thema angeht. Ich bedanke mich für Ihren Anruf, Herr Berger, und rufe in Köln unter 0800 5678 und 3x5 Peter Schmöhle. Ja. Tag, Herr Schmöhle. Also ich halte von dem Bundespräsidenten nichts. Er ist für mich eigentlich ein Produkt der Bild-Zeitung. Er ist auch durch die Bild-Zeitung eigentlich in dieses Amt gekommen. Und er hat für die soziale Frage gar nichts übrig. Also jetzt haben wir ja diese 10 Jahre Hartz IV in Anführungsstrichen gefeiert und was das für die Menschen bedeutet. Im Allgemeinen, ich kenne viele Arbeitslose auch und habe auch schon arbeitslose Menschen zum Arbeitsamt begleitet. Das ist katastrophal und der Herr Gauck ist ja für Hartz IV und steht für mich halt auch für jemanden, der einen zügellosen Kapitalismus befürwortet. Ich verstehe nicht, wie man ihn als links bezeichnen kann. Er ist nie links gewesen. Ja, aber ich überlege gerade, woran Sie ihn jetzt messen in diesem einen Jahr. Wo könnte er sich tatsächlich zu einem zügellosen Kapitalismus bekannt haben? Also er hat ja zum Beispiel diese Hartz-IV-Gesetze, die hat er immer befürwortet. Und er hat eigentlich zur sozialen Frage sich so gut wie nicht nur geäußert, sondern in der Zeit, wo er jetzt dran gewesen ist, hat er eigentlich dieses Thema, was ja auch praktisch von den Umfragen her viele Menschen bewegt, gar nicht, entweder nicht angesprochen oder hat halt den Kapitalismus aus seiner Sicht, auch aus seiner Biografie, praktisch erhöht, würde ich fast sagen. Er hat vorher in seinen Reden, als er noch nicht Präsident war, das Thema Freiheit in den Mittelpunkt gerückt. Aber man hat den Eindruck, seitdem er Präsident ist, meidet er dieses Thema eher. Ja, aber ich habe schon den Eindruck, dass bei ihm unter Freiheit verstanden wird. Freiheit hat ja immer zwei Seiten. Einmal eine liberale, eine individuelle Freiheit, aber dazu gehört auch, dass man einen großen Teil der Bevölkerung mit einbezieht. Es nützt mir keine Freiheit, wenn ich kein Geld habe. Freiheit ist nicht die Freiheit des Portemonnaies. Also Wolfgang Lieb, da hätten wir den zweiten Vorschlag. Joachim Gauck hätte in seiner Rolle als Präsident etwas sagen sollen zu 10 Jahren Hartz IV. Ich stimme Herrn Schmöhle zunächst zu, dass Joachim Gauck schon bei seiner ersten Kandidatur gegen Christian Wulff ein Stück weit ein Produkt der Medien war, vor allem der Springer-Zeitungen war. Und diese Zeitungen haben Herrn Gauck hochgeschrieben und Herrn Wulff runtergeschrieben. Und insofern teile ich diese Einschätzung ein Stück weit. Dass er für die soziale Frage
bisher jedenfalls relativ wenig übrig hatte, dem stimme ich gleichfalls zu. Ich will das nur an einem Beispiel belegen. In seiner großen Rede zu Europa kommt zum Beispiel der Begriff des Sozialstaates an keiner Stelle vor. Er hat zwar darauf hingewiesen, dass also eine zunehmende Spaltung zwischen Arm und Reich festzustellen wäre, aber er hat die Probleme, die in der Gesellschaft existieren und die man nicht wegdiskutieren kann, nur am Rande angesprochen. Und ich denke auch, dass es also für das Ansehen Deutschlands besser gewesen wäre, wenn er ein Stück weit mehr Empathie und mehr Sensibilität für die Probleme angedeutet hätte, die also Millionen von Menschen im südlichen Europa haben. Er hat zwar davon gesprochen, dass dass wir kein deutsches Europa wollen, sondern ein europäisches Deutschland. Aber das hätte er konkretisieren müssen und den Stimmungslagen, die in den südeuropäischen Ländern ja bestehen, die man ja fast als deutschfeindlich bezeichnen muss, hätte er besser begegnen können, wenn er diese Sensibilität für die Nöte und Probleme der Menschen stärker betont hätte. Das, was Sie gesagt haben, Herr Schmöhle, findet sich auch in unserem Gästebuch wieder. Auf wdr5.de hat sich zum Beispiel Maria Scholze Wort gemeldet und sie schreibt, mein Mann ist Leiharbeiter, bekommt 8 Euro weniger als sein Kollege. Warum äußert sich Gauck nicht zu solchen Schweinereien? So langsam begreife ich, was Gauck'sche Freiheitsparolen sind. Freiheit und Ausbeutung und Hungerlöhne stehen auf der Medaille von Gauck. Dem sein Freiheitsgedudel erinnert mich an den freien Fuchs im freien Hühnerstall, Herr Schmöhle. Hervorragend. Kann ich nur sagen, ein ganz hervorragender Kommentar. Trifft den Nagel auf den Kopf. Dann bedanke ich mich, dass Sie sich gemeldet haben, Herr Schmöhle. Und rufe im WDR5-Tagesgespräch zum ersten Jahr Joachim Gauck als Bundespräsident Helmut Zablondny unter 0800 5678 und dreimal die 5, und zwar in Essen. Herr Zablondny, guten Tag. Ja, schönen guten Tag, Herr Wiebeke, guten Tag, Herr Lieb. Ja, ich kann mich also den Vorrednern auch nur anschließen. 10 Jahre Agenda 2010, kein Wort dazu. Und das ist auch bekannt, eben wie was die Vorredner schon sagten, Herr Gauck steht zu Hartz IV, zu diesen ganzen Sozialreformen in Anführungsstrichen. Und ich bin evangelisch, aber der neue Papst hat in seinen 4 Tagen Amtszeit schon mehr Zeichen gesetzt durch seine Handlungen, durch sein Erscheinen, durch seine wenigen Reden, als Herr Gauck in einem Jahr Amtszeit. Das ist ja interessant, dass Sie das Papstamt und das Bundespräsidentenamt miteinander vergleichen. Man kann das jetzt nicht vergleichen, aber es sind ja beides Repräsentanten. Ja, der eine geistig, der andere, ja, man kann sagen politisch. Und ich war am Anfang auch für Herrn Gauck, muss ich sagen. Also ich hätte ihn wahrscheinlich sogar gewählt, wenn ich ihn hätte wählen können. Aber ich bin doch sehr enttäuscht, muss ich sagen. Also er hätte ungefähr so sprechen sollen, wie es der neue Papst jetzt tut. Ja, auch mit Handlung, mit Gesten. Der Mann, der kommt, ich meine, wir haben ihn ja selbst im Fernsehen erlebt. Und auch die Rede, die der unlängst gehalten hat, ich weiß nicht mehr, das war eine große Rede sollte das sein. Mir fällt im Moment noch nicht mehr ein, zu welchem Thema das war. Es ging um Europa. Ja, genau. Also sehr farblos und sehr uninteressant, muss ich sagen. Also Herr Zablondny und Wolfgang Lieb, unser Studiogast von den Nachdenkseiten im Internet. Langsam fange ich mich an zu wundern. Es heißt doch immer, Joachim Gauck sei so beliebt und jetzt wird er hier in den Staub gedampft. Also das ist zwiespältig. Er selbst sagt ja von sich, dass er noch übe und dass er erstmal, dass er einen Selbstversuch mit offenem Ausgang betreibe. Das beschreibt, glaube ich, die Situation relativ richtig. Und wie gesagt, es ist ein Selbstzeugnis von ihm. Und ob er sozusagen das Ansehen des Amtes, das ja durch den für viele Bürger unverständlichen Rücktritt von Horst Köhler gekennzeichnet war und dann durch die Hintergründe von Christian Wulff, ob er das Ansehen des Amtes schon wiederhergestellt hat, das mag man in Frage stellen. Und es ist ja, aber juckt es Sie nicht langsam angesichts der Diskussion, die wir hier führen, auch mal was Lobendes über ihn zu sagen?
Es ist beispielsweise in der Europarede, fand ich, lobend zu erwähnen, dass er sich gegen die teilweise doch sehr populistischen und chauvinistischen Töne gegenüber unseren südeuropäischen Partnern aus Politikermund gestellt hat, dass er sich zu dem Europa-Gedanken gestellt hat und ihn verteidigt hat. Aber wie gesagt, mein Eindruck auch dieser Rede war, dass dort nicht sehr viele Gedanken drin waren, die nicht von vielen anderen auch schon geäußert worden sind. Mir fehlte auch die Linie und die Zielrichtung. Und ich fand es sehr schade, dass er zum Beispiel die soziale Dimension Europas nicht angesprochen hat. Er hat zum Beispiel über eine Agora, also einen, wie in der Antike, den Markt gefordert, aber keine Stärkung des Europäischen Parlaments. Mhm. Er hat, also Agora, der Ort, an dem die Bürger zusammentreffen und die Angelegenheiten der Demokratie verhandeln. Genau. Und jemand, der sozusagen sich als Demokratielehrer selbst versteht, ja, dem müsste doch Sorge machen, dass nach allen Umfragen, die man kennt, über die Hälfte der Bevölkerung mit dem Funktionieren der Demokratie unzufrieden ist. Da 70% nach einer jüngsten Umfrage von Allensbach sagen, wir haben eine Gerechtigkeitslücke und dass die Ungerechtigkeiten in dieser Gesellschaft zunehmen. Herr Sablotny, das liegt ja etwa auf Ihrer Linie. Ja, genau so ist es. Aber frage ich mich dann doch, ob es nicht auch damit zu tun hat, dieses sehr kritische Herangehen an die Figur Joachim Gauck, dass die Latte am Anfang so furchtbar hoch hing, dass er eigentlich nur noch drunter springen kann. Ja, wie soll ich das sagen? Ich meine, der Vorredner sagte das ja auch schon. Herr Gauck kommt aus der DDR. Der hat ja er kennt ja diese ganzen Zustände damals und für ihn, wie er war Insasse, wie er selber genannt hat. Ja, wie der Vorredner da schon sagte, für ihn ist Freiheit eben Meinungsfreiheit. Früher konnte er seine Meinung ja aus politischen Gründen nicht äußern. Das ist für ihn die Freiheit. Aber wie der eine Vorredner auch schon sagte, ja, was nützt das, wenn ich frei bin und ich bin arm und kann nicht reisen beispielsweise? Ob ich da jetzt eine Mauer habe, die mich hindert am Reisen oder eben das leere Portemonnaie, das ist doch letzten Endes ein und dasselbe. Herr Sablotny, danke für den Anruf. Bitte. Es geht weiter im WDR-5-Tagesgespräch unter 0800 5678 und dreimal die 5 in Bad Münder. Da ist Renate Kelberloh am Telefon. Morgen, Frau Kelberloh. Guten Morgen. Ich möchte gerne mich dazu äußern. Tun Sie das. Und ich bin froh, dass wir so einen Bundespräsidenten haben, nach dem ganzen Theater, was vorher gewesen ist. So, und das ist ein kompetenter Mensch, der kann ganz viel. Aber wie können wir Erwartungen an einen Menschen stellen, was er machen soll? Die Demokratie machen wir, jeder Einzelne. Und wir haben dafür zu sorgen, dass das richtig läuft. Auch mit den Leiharbeitern. Das ist, auf der einen Seite ist das eine ganz schlimme Sache. Auf der anderen Seite steht aber das Gegenteil daneben. Nämlich die Leute, die Leiharbeiter einstellen und die nicht faire Löhne bezahlen. So, für die Arbeiter ist es Flexibilität, die sollten das werden. Warum gibt man den Leuten nicht dreimal so viel Lohn? Dann würden sie sofort, die brauchen doch die Menschen, die Arbeiter. Ja. Ohne Arbeit geht nichts in unserem Land so. Und ich finde den Herrn Gauck in Ordnung, er ist verbindend und er ist gläubig. Der hat in der DDR gelebt und damals. Und der hat dafür gekämpft mit den jungen Leuten, dass sie trotzdem ordentlich bleiben, aber dass sie im Kopf immer die Vision der Freiheit behalten. Und nur deswegen konnte auch die Freiheit entstehen, dass die Mauer erstmal gefallen ist. Frau Kelberloh, ich höre bei Ihnen raus, dass Sie sich darüber ärgern, dass er jetzt nach einem Jahr überhart kritisiert wird. Ja, ich finde das ganz schlimm. Das ist genau wie jetzt mit dem Papst. Und dann sucht man da alte Kamellen raus, was die alles verbrochen haben. Wir sind alle Sünder. Wir können gar nicht so sein, wie ein Mensch sich einen anderen Menschen vorstellt. Aber die soll doch jeder auf sich selber erstmal gucken und mithelfen. Wir Frauen, wir sind in der Überzahl. Und mit den Kindern. Und dann können wir für uns Erwachsene, alle mündige Bürger selber Entscheidungen treffen und dafür sorgen, dass wir frei werden und dass wir nicht mehr unterdrückt werden. Und dann gehen wir mal auf die Straße
Straße Allemann, wie Fukushima gewesen ist, habe ich schon mal angerufen. Seitdem habe ich nie wieder angerufen, weil mir das so wehgetan hat. Wir könnten jeden Einzelnen aus Japan hier aufnehmen, wenn da jetzt so schlimmes Unglück ist, dass kein Mensch da mehr leben könnte. Dann müssen wir die Menschen hierher holen. Ich finde einen Gedanken interessant und den würde ich Wolfgang Lieb auch gerne zur Kommentierung überlassen, nämlich, dass wir es sind, die Demokratie leben. Und dass es vielleicht auch falsch ist, wenn man durch Projektionen auf ein Präsidentenamt die eigene Aktivität darüber vergisst. Nun, das kann man Joachim Gauck wirklich nicht vorwerfen. Seine neben der Freiheit ist ja Eigenverantwortung und Verantwortung einer seiner wesentlichen Begriffe, mit denen er operiert. Ich würde mir eher wünschen, und insofern gebe ich Frau Kelberlo recht, der Bundespräsident müsste im Prinzip so reden, wie Frau Kelberlo geredet hat. Er müsste nämlich als Mahner, als Warner, als Orientierer auftreten und den Menschen eine Stimme geben, die im Regelfall sprachlos sind, die also keine Medien besitzen, die also nicht Einfluss auf die Gesellschaft haben. Und er müsste genau die Punkte ansprechen und betonen, die Frau Kelberlo genannt hat. Allerdings müsste er eben auch ein Stück weit darauf achten, dass es eben nicht allein den Einzelnen möglich ist, seine Situation zu bestimmen und zu prägen, sondern dass es auch auf die Rahmenbedingungen ankommt. Kurz und rund, dass Freiheit nicht nur ein formaler Begriff ist, sondern dass Freiheit auch soziale Voraussetzungen braucht, um sie wahrnehmen zu können. Sie haben ja vorhin die Umfragen zitiert, die auf einen Vertrauensverlust hindeuten, dass die Verhältnisse gerecht sind, dass die Zustimmung zu unserer demokratischen Ordnung nicht mehr so vorausgesetzt werden kann. Und da macht ja Joachim Gauck etwas sehr Interessantes. Er erfüllt nicht die Erwartung zu sagen, ja, dieser Politikbetrieb ist so in Misskredit geraten, diese Stimmung verstärke ich in meinem Amt, sondern er arbeitet andersrum. Er sagt, schaut darauf, was wir haben, schaut auch darauf, dass Parteiendemokratie bei allen Fehlern, die sie produziert, doch insgesamt ganz gut läuft. Der Bundespräsident soll sicherlich nicht der Schiedsrichter über den Parteienstreit sein, das natürlich nicht. Aber er soll das anmahnen, was gerade im Parteienstreit nicht genügend zum Ausdruck kommt. Es versteht sich doch von selbst, dass die Regierungspartei ihre Politik positiv darstellen. Und es gibt natürlich eben viele Menschen, und diese Stimmung kommt ja in diesen Umfragen zum Ausdruck, die den Eindruck haben, sie finden in der Politik nicht mehr ausreichend Gehör. Mhm. Das hat doch zu dieser Politikverdrossenheit oder Politikerverdrossenheit geführt. Darüber kann man nicht mit schönen Worten oder mit Streicheleinheiten für die Politiker hinwegreden. Aber Gauck sagt, diese Stimmung ist so präsent, die muss man nicht noch weiter verstärken. Er muss sie nicht verstärken, aber er muss sie aufnehmen und er muss den Menschen, die an der Demokratie zweifeln, die Verdruss über die Politik haben, wieder einen Eingang öffnen, das Gefühl bekommen, dass sie tatsächlich gehört werden. Und diese Stimme, die müsste der oberste Repräsentant der Gesellschaft und unseres Staates, diese Stimme müsste er erheben. Frau Kelberlo, danke herzlich, dass Sie sich gemeldet haben. Ich rufe in Aachen unter 0800 5678 und dreimal die 5, Alfred Schäbel. Guten Morgen, Herr Schäbel. Guten Morgen, Herr Wiebeke. Wunderbar, dass man sich halt äußern darf. Ich habe Folgendes zu sagen. Wir kommen selber als Familie aus Schlesien, aus den deutschen Ostgebieten. Ich habe viele Bundespräsidenten erlebt, die es jetzt zu jetziger abklingenden Zeit nicht mehr geben würde. Sie wissen ja, wen ich meine, wahrscheinlich Karl Carstens oder auf jeden Fall, ich glaube, dass es prinzipiell
prinzipiell so ist, dass das Verfahren der Wahl veraltet ist, müsste im Rahmen dieser Basisdemokratie reformiert werden. Also dass ein Bundespräsident durch die Bundesversammlung gewählt werden muss. Genau, das heißt, das gefällt mir überhaupt nicht, dieses Parteiengeschache da. Also wissen Sie, das ist unfassbar. Unfassbar, und das konnte man doch auch sehen, schon bei diesen zwei Fällen, vor allem bei Herrn Christian Wulff. Wie das alles geschehen war und wer da forciert hat und was wir davon hatten. Wir waren mit meiner Mutter, die ist 92 Jahre alt, im vergangenen Winter, also nicht in diesem, sondern in den davor gegangenen, krank. Das hat uns richtig gekränkt. Wissen Sie, wir sind Preußen. Und das geht dann jemanden richtig unter die Haut. Man wird depressiv, ich finde es nicht in Ordnung. Aber Moment, also dass man depressiv wird, weil der Bundespräsident durch die Bundesversammlung gewählt wird, das scheint mir ein Zacken übertrieben zu sein. Jetzt sagen Sie mal, wie Sie sich das vorstellen, andersrum. Das, was dann passiert war mit Herrn Wulff, das so unverschämt alles. Ach, das meinen Sie. Okay, dann haben wir uns falsch verstanden. Sie, das ist ich glaube, unseres große Land hat was anderes verdient, und es müssen Reformen hin. Kein Geschachere, Basisdemokratie. Ich sag's nur jetzt, wir hatten hier in Aachen, haben Sie in Köln auch mitbekommen, das Problem mit der Stadtbahn. Da hat die irre Politik auch Sachen beschlossen, für die überhaupt kein Geld da ist. Und der schlaue Aachener Bürger, der hat diesem Wahnsinn einfach ein Ende gemacht. Und das ist wunderbar. Und ich glaube, man muss reformieren. Also, dass ich es auf das Bundespräsidentenamt selber nochmal bezogen höre von Ihnen. Sie wollen, dass er nicht durch die Bundesversammlung nominiert wird und gewählt wird, sondern in einer Art von Volksabstimmung? Genau, Basisdemokratie hin, so wie bei den Griechen. Und das war auch, das ist jetzt alles so verschachtelt, das geht nicht mehr, das muss anders gemacht werden. Aber das dann hätten wir ja einen Wahlkampf um dieses Amt. Sollen wir auch haben. Was sagen Sie, Wolfgang Lieb? Ich kann Herrn Schäbel gut verstehen. Die Auswahl von Herrn Wulff sozusagen im Wohnzimmer des heutigen Bundesaußenministers, das war kein guter Eindruck. Und auch die Nominierung von Gauck, da hat sich ja die Kanzlerin am Anfang auch lange gesperrt, und sie ist quasi vom FDP-Vorsitzenden erpresst worden, dass das keinen guten Eindruck hinterlassen hat. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube aber, dass es falsch wäre, den Bundespräsidenten über eine Volksabstimmung zu wählen, weil damit der Eindruck erweckt werden könnte, dass er politische Macht besäße. Die besitzt er nach unserer Verfassung jedenfalls nicht. Wir haben keine Präsidialdemokratie. Er kann nur Worte machen. Er kann wirken über seine Autorität, über das Wort, über die Orientierung, die er geben kann. Er ist sozusagen ein Mahner, ein Orientierer, aber nicht jemand, der wirkliche politische Macht besitzt. Und von daher würde man die Bevölkerung an der Nase herumführen, wenn man ihnen bei der Bevölkerung den Eindruck erwecken würde, sie könnten durch so eine Wahl die Politik in Deutschland bestimmen und prägen. Also hinterher ist dann der Frust womöglich noch größer. Hinterher wäre der Frust noch größer, weil eine Erwartungshaltung an den Präsidenten gerichtet würde, die er nach unserer Verfassung nicht erfüllen kann. Er hat ganz, ganz wenig politische Rechte. Er kann zum Beispiel das Parlament auflösen, wenn eine Vertrauensfrage nicht durchgegangen ist. Aber er hat keine Gestaltungsmacht und keine Handlungsmacht. Herr Schäbel, was sagen Sie denn zu dem Einwand? Ja, ich sag's doch jetzt, der Papst kann eigentlich auch nichts, oder? Ich bin Katholik. Und sehen Sie, der hat jetzt in ein paar Tagen so viel gesagt. Das hat uns sehr erfreut. Ja. Sehr erfreut, und Herr Gauck sagt. Aber der ist auch von der Bundesversammlung der Kardinäle gewählt worden und nicht von Ihnen als Basiskatholik. Das ist klar. Die haben jetzt einen goldenen Schuss, glaube ich, da getätigt. Das ist meine Meinung. Aber jedenfalls, der Mann sollte sprechen. Der Herr Gauck sollte einfach sprechen, sollte gucken. Und das, was gesagt worden ist mit dieser Problematik, der muss doch Meinung haben. Wenn er nichts darf, dann brauchen wir ihn überhaupt nicht. Dann müssen wir sagen, wie heißt das? Grüße August, kam auch schon in dieser Sendung mal. Brauchen wir nicht, dann schaffen wir das Amt mit dem ganzen kolossalen finanziellen Aufwand, mit drei Rentnern, oder die jedes Jahr 1 Million Euro kosten, ab. Und dann
Okay, wir lassen uns das durch den Kopf gehen, welche Variante die schlauere wäre, was den Bundespräsidenten angeht. Ich bedanke mich für Ihren Anruf, Herr Schäbe, und rufe in Bonn Peter Deteren. Morgen, Herr Deteren. Ja, guten Morgen, Herr Wiebeke. Guten Morgen, Herr Lieck. Zuletzt ist mir folgender Spruch eingefallen. Einer für alle, aber nicht alle für einen, sondern alle für eines. Und was wäre dieses eines? Das wäre Demokratie, das wäre Engagement, das wäre wirkliches Freiheitsstreben, das wäre Solidarität. So schnell komme ich gar nicht hinter diesen Gedanken, Herr Deteren. Sie müssen es durchbuchstabieren. Ja. Ich bin zufrieden, dass wir den Herrn Gauck als Bundespräsidenten haben. Ich stand ihm reserviert gegenüber, solange er der Leiter der Gauck-Behörde war, der sogenannten. Ja. Wobei ich möglicherweise zu wenig als Westler hier einsehe, was da alles passiert ist und ich einfach aus Unkenntnis da nicht genau durchblicke. Wesentlich ist mir, dass ein Bürgerpräsident Bürger hat, wie eine Dame vorher schon sagte, die engagiert sind. Und wir können das nicht auf ihn schieben, er ist nicht unser Ersatzmann, sondern wir müssen sozusagen Präsident sein, wir müssen Papst sein, wir müssen engagiert sein, ja, nicht hierarchisch irgendwie oben schwimmen, Fettauge sein, sondern wir müssen an der Basis als Menschen präsent sein und aktiv sein. Das klingt für mich so, als ob die Rolle des Bundespräsidenten auch in der Bestärkung des Positiven bestünde und nicht nur den Finger in offene Wunden legen. Ja, was er zum Beispiel auch tut, andere Präsidenten vorher auch, indem sie Ehrenämter, Ehrenengagement auszeichnen. Das macht er ja vorbildlich. Also ein Bürger als Präsident ermutigt die Bürgergesellschaft. Unbedingt, ja. Ist das eine Aufgabenbeschreibung, Herr Lieb? Durchaus. Herr Deteren hat recht mit dem Begriff alle für eines. Das würde ich auch als eine zentrale Aufgabe eines Bundespräsidenten ansehen, nämlich das anzusprechen, was die Demokraten eint oder einen sollte. Und insofern ist er eben nicht nur der Ersatzmann, sondern er sollte die Stimme der gesamten Gesellschaft oder der Bevölkerung insgesamt wiedergeben und das ansprechen, was, wie ich vorhin schon sagte, in der Politik zu wenig zur Sprache kommt, also auch die Probleme in diesem Land benennen und Orientierung geben, in welche Richtung man die Probleme lösen könnte. Herr Deteren, dann darf ich noch mal den Gedanken von vorhin rauskramen und Ihnen vor die Füße legen, nämlich die gauckische Haltung, nicht Unbehagen und Unzufriedenheit zu bestärken, sondern andersrum zu sagen, schaut darauf, was wir hier an der Demokratie haben. Das könnte doch der Ansatz sein, den Sie meinen, oder? Ja, wir brauchen weniger Sitzdemokratie. Wir sitzen viel zu lange im Fernsehsessel und urteilen über andere und meckern und mäkeln. Wir müssten Steh- und Geh-Demokratie wieder einführen oder uns darauf besinnen. Bürger von der Couch. Wir urteilen so viel über, wir reden über anderes. Wir reden kaum von den Sachen, sondern wir reden über die Dinge. Das ist so verderblich, wie wenn man über Gott redet. Von Gott reden und im Namen Gottes zu handeln und von der Demokratie reden und Demokrat sein und aktiv sein. Und ich habe das in meinem Leben versucht und von daher meine ich schon, das zu Recht zu beleuchten. Aber das ist so zu verstehen, was Sie sagen, das ist gedacht als Lob für Joachim Gauck. Ich bin zufrieden, dass er da ist. Ich erwarte mir von ihm auch mehr. Aber ich bin auch nicht auf dem Laufenden, was er genau im Einzelnen so tut. Ich hatte auch noch einen Gedanken dazu, welche Leute arbeiten ihm überhaupt vor? Hat der einen Stab selber bestimmt oder hat er einen Bundespräsidenten, also Funktionäre, Zuarbeiter bekommen, die möglicherweise auch das filtern und sagen, das ist jetzt nicht präsidial, das kannst du jetzt noch nicht machen oder überhaupt nicht machen. Auch dazu können wir eine Auskunft, glaube ich, von Wolfgang Liepe. Und natürlich hat er einen Stab, der vorfiltert und überlegt, was steht an. Er hat ein Präsidialamt und der Herr Deteren hat natürlich ein Stück weit recht. Dieses Personal ist natürlich auch ein Stück weit von seinen Vorgängern, beiden Vorgängern bestimmt und geprägt. Es ist auch kein Wunder, dass der Bundespräsident derzeit einen Redenschreiber sucht, der ihm die Redeentwürfe macht. Natürlich hat er ein Amt, das ihn unterstützt, denn es wäre also viel zu viel erwartet und der Eindruck wäre auch falsch, dass er nun seine Reden selber entwirft. Herr Deteren, ich bedanke mich für Ihren Anruf. Wir schaffen noch Ingeborg Frie in Nottuln. Morgen, Frau Frie. Guten Morgen, Herr Wiebeke. Guten Morgen zusammen.
Ja, ich habe vor einem Jahr das Glück gehabt, mit Ihnen telefonieren zu können und habe meiner Freude Ausdruck gegeben, dass wir einen neuen Bundespräsidenten haben. Ah, und so war das. Bin immer noch erfreut, da ich weiß, dass er aus der Volkesmitte kommt und kein gelernter Politiker. Und ich denke, das ist mal ganz wichtig, dass das Volk präsentiert wird. Merkt man ihm das noch an? Also ist er noch der Bürger, der nicht das Amt so ausfüllt wie ein anderer? Ja, ich habe das Gefühl, er kriegt manchmal Daumenschrauben angelegt. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, hat er sich ein bisschen Freiheit zur Seite gelegt. Mhm. Ich glaube, das nutzt er auch. Manchmal habe ich andere Wünsche, weil ich denke, er hat Anfangsschwierigkeiten innerhalb des ersten Jahres gehabt. Aber ansonsten, denke ich, dürften wir zufrieden sein. Gut, dann telefonieren wir, glaube ich, nochmal, wenn die Amtszeit zu Ende geht, ob sich Ihre Zufriedenheit erhalten hat. Ich danke in diesem Moment also nicht nur Ihnen, sondern auch allen anderen, die sich im WDR5-Tagesgespräch gemeldet haben. Unser Gast heute war Wolfgang Lieb, Publizist, der sich tummelt im Internet auf den Nachdenkseiten. Schönen Dank, Herr Lieb. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.